Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Morrowind. Ja, wir reden weiter mit Honigmund Tabassi und fragen sie, was sie, beziehungsweise Beförderung. Ah, sie will, dass wir weiterarbeiten, das ist aber doof. Ein Meister der Sicherheit lebt hier in Balmorra. Tabassi weiß über ihn nur, dass er ein Altmar ist. Vielleicht kann er dabei helfen, den Südwall zu sichern. Ja, das kommt für euch jetzt ein bisschen out of context, aber aufgrund unserer Mitgliedschaft bei den Klingen wissen wir, wer dieser Meister der Sicherheit ist. Also, das hat uns Caius Cossades damals gesagt, gewisserweise. Das ist der gute Heserinde. Hallo, ich suche einen Meister der Sicherheit, du bist ein Meister der Sicherheit, du bist cool. Diebeskill? Okay, warte. Dann muss ich anscheinend noch ein bisschen mit Tabassi reden. Sie ist völlig überfordert davon, dass ich das bereits weiß. Viel zu lernen. Arbeiten, Südwall sichern. Genau. Unser Zucker ist dein Zucker. Seid gegrüßt. Ich stehe aber mehr auf Süßstoff. So, okay. Jetzt haben wir auch den passenden Auftrag. Genau, hier war der Meister der Sicherheit. In diesem Gehäus. Hallo, Heserinde. Südwall ist dann wahrscheinlich das Thema. Ich muss gestehen, dass ich nachlässig gegenüber der Gilde war. Selbstverständlich werde ich euch helfen, die Südwall-Taverne zu sichern. Sagt Honigmund, dass ich zu Diensten stehe. Ja, das war's auch schon. Weil wir jetzt wussten, wer das ist, war das ein relativ kurzer Auftrag. Unser Zucker ist ja, ich hab dein ihn. Zucker. Heserinde ist Meister in den Künsten der Sicherheit und er wird uns helfen. Tabassi meint, das ist gut. Es ist gut. Es wird nicht lange dauern, bis Joring Hartherz und die Kamonatong den nächsten Schritt gegen uns unternehmen. Ihr habt gute Dienste geleistet, Schwarzkappe. Wenn auf euren Kopf wegen Verbrechen, von denen andere glauben, ihr hättet sie begangen, was natürlich nie so ist, ein Kopfgeld ausgesetzt ist, so wird Tabassi sich darum kümmern. Okay, ich bin nun Mitglied. Yay. Tabassi hat keine Arbeit mehr für euch. Engot, der Juwelier in Aldrun, kann euch vielleicht weiterhelfen. Oder aber die große Helinde in Sadrid Mora. Irgendwie habe ich gerade Bock auf Sadrid Mora. Lass uns mal dahin reisen. Sadrid Mora ist natürlich nur per Schiff erreichbar über die Schnellreise. Wobei, das stimmt nicht. Wir können uns einfach über die Magiergilde dorthin teleportieren. Und ich denke, das machen wir auch. Magiergilde, ich möchte nach Sadrid Mora in den Raum, wo mich alle Leute anlabern. Reisen Sadrid Mora. Willkommen. Halt's Maul. Schnell abhauen. Allzeit bereit. Ah, das war die falsche Tür. Aber beste Reaktion auf die falsche Tür. Hier sind wir bei der Kriegergilde gewesen, das war auch falsch. Der Sprungzauber, bitte. Wobei, wenn ich mich hier so umschaue, werden wir wahrscheinlich besser mit Levitation vorlieb nehmen. Und die Diebesgilde von Sadrid Mora ist direkt hier. Zur Erinnerung, das ist die Wolfenhalle. Da sind die restlichen Gebäude und hier ist die Diebesgilde. Total unauffällig. Dieses Haus steht ja auch völlig allein. Naja, okay, es ist offiziell eine Gaststätte. Zur dreckigen Muriel. Ja, danke schön. Nun, was haben wir denn hier? Hallo. Wie interessant. Was gibt es, Mitglied? Seid ihr hier, weil ihr arbeiten möchtet? Ja. Wir wurden verpflichtet, ein Trankrezept für einen Banntrank zu besorgen. Wir machen gewöhnlich mit der Magiergilde keine Geschäfte. Aber oh, übrigens, ich wurde gefragt, warum ich bei der Diebesgilde so unbeliebt bin. Also, beziehungsweise jetzt bin ich es nicht mehr, aber bevor wir Mitglied hier waren, hatten die Leute uns alle auf 30, was heißt, dass sie uns wirklich gehasst haben. Und ich vermute, das liegt vor allem bei unserem hohen Rang in der Magiergilde. Magiergilde und Diebesgilde verstehen sich nicht so ganz. Ich meine, legale Machenschaften und die ehrenhafte Diebesgilde, das passt einfach nicht zusammen. Ich vermute, es liegt vor allem daran. Es kann auch die Morak Tong sein.
Ich bin mir da gerade unsicher. Es gibt aber eine Tabelle, die zeigt, durch welche Mitgliedschaft in welcher Gilde man bei welchen anderen Fraktionen unbeliebter wird. Denn ja, Morrowind hat tatsächlich so ein System. Also wenn ich zum Beispiel dem Fürstenhaus Redoran beitrete, macht mich das automatisch beliebter im Tribunaltempel und unbeliebter in den beiden anderen Fürstenhäusern und so weiter. Ja, große Helende. Das Trankrezept. Wir machen gewöhnlich mit der Diebes-Magier-Gilde keine Geschäfte, aber Tusa Mirsil verlangt nach einem Rezept für einen Trank zum Bannen von Magie. Es heißt, der beste Alchemist hier im Ort sei Anis Selot. Vielleicht solltet ihr mit der Suche nach dem Rezept dort beginnen. Anis Selot. Alles klar. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Genau deshalb sind wir jetzt hier, weil ich mich an diese Aufträge ein bisschen weniger erinnere. Und das deshalb nicht immer so fix vorbei ist. Eine Challenge. Anis Selot suchen wir. Ich bin vermutlich schon einmal durch die gesamte Stadt gelaufen. Also im Prinzip können wir das auf der Karte wahrscheinlich nachvollziehen. Oh, hier ist er. Danke Karte, das ging schnell. Anis Selot, Alchemistin. Hallo Wache. Okay, du hast schon mal ein paar Kisten. Ich habe das Gefühl, dass ich euch kenne. Da war vermutlich nichts. Hier steht schon wieder Skuma von mir. Von damals. Ach, großartig. Okay, hier oben ist schon mal keins. Wobei. Ich spüre es. Oh, hier ist die Formel schon. Ja gut. Wird jetzt recht leicht, die zu klauen. Wobei ich nicht weiß. Ich spüre es. Nein, niemand beobachtet dich. Ergreift ihn! Oh, scheiße! Ich wurde gerade aus dem Fürstenhaus Tervani ausgestoßen. Wir laden mal. Gut, also meine Diebeskünste, daran müsste man vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Ich verstehe schon. So, das hier, wieder den Auftrag annehmen. Arbeiten, Trankrezept, zack. Und da war die Stadt. Beeilt euch, bevor ich die Geduld verliere. Ja, Zuschauerleins, keine Sorge, ich beeile mich ja schon. Ja, warum wollt ihr immer so viel und so schnell? Tranktyp. Das ist sein offizieller Name. Nee, das war falsch. Ich glaube, der war doch... Hier war der genau, da in dem Gebäude. Steht ein bisschen wackelig, das Haus. Anis Selot, Alchemistin. Wir müssen einfach nur darauf achten, dass wir den Behälter öffnen, wenn wir das Schleichsymbol haben. Oh, dieses Mal war der Banntrank nur einmal drin. Komisch. Eure Aufmerksamkeit gefällt euch dieses Land. Wir heißen euch danke. Herzlich. La 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 la. Ich bin ein gesetzestreuer Burger. Gesetzestreuer Doppelwupper. Ich klaue nur manchmal Sachen. Möge ich mich eurer Gesetze. Aber die sind nur geborgt für immer. Unsere Athletik hat sich verbessert. Yay. 45 erst, mein Gott, ich bin viel schnell gereist, war oft bei Meckes. Große Helländer, ich hab das Trankrezept, ich bin der Beste. Oh, zu Marisil in der Wolfenhalle soll ich das bringen. Also gewisserweise, ironischerweise, der Magiergildenmensch. Bringen wir dies schnell hinter uns. Ja, ich bin ja schon dabei. Warum sind die Zuschauer immer so ungeduldig? Und ja, auch die NPCs in Morrowind sind Zuschauer. Sie gucken mir ja schließlich zu. Sie kriegen nur nicht ganz so viel mit. Keine Sorge, euch habe ich lieber. Es ist mir wirklich eine Ehre. Ja, hier ist es. Ja, dieses Rezept ist ausgezeichnet. Nun lasst mich mit meinen Studien fortfahren. Wo ist das Geld? Naja, ich denke, das kriege ich jetzt bei Dingenskirchens, bei der großen Helende. Levitation.
Levitation ist einfach der geilste Zauber für mich, der diese Krankheit hat, dass er immer den direkten Weg nehmen muss, um ans falsche Ziel zu kommen. Helene, Trankrezept. Ja, ich hörte das hier zu Maries Ziel. Ich werde diesen Namen niemals richtig aussprechen. Ich probiere es nochmal. Tusa Mirzil, den Trank geliefert habt. Hier ist eine Kleinigkeit für eure Bemühungen. Die war jetzt wirklich ziemlich klein. Wie geht es euch?